Die Bayerische Kabelwerke sind ein mittelständisches Kabelunternehmen, das ist eines der letzten Universalkabelwerke in Deutschland. Wir produzieren hier am Standort in Roth, in Franken, verschiedenste Kabel und können somit auch verschiedene Branchen bedienen. Wir produzieren Kabel aus Leidenschaft. Der Ursprung des Kabels ist immer das Metall. Das kann dann in verschiedene Versionen umgearbeitet werden. Wir bringen es in verschiedenen Versionen als Energiekabel zum Strom führen, als Telekommunikationskabel, um Signale zu übermitteln oder auch als Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik, um Impulse im Bahnbereich zu aktivieren, wie Schranken, und können da entsprechend die ganze Bandbreite abbilden. Kupfer ist für uns ein ganz wichtiger Rohstoff. Wir werden ihn veredeln in Form von Drahtzug, bringen ihn auf die Größen, die wir brauchen für den Produktionsprozess danach, und veredeln ihn dann mit gewissen Kunststoffen, umwickeln ihn, verseilen ihn und fertigen daraus unsere Kabel. Kabel made in Germany verbindet man immer mit dem Standard gehobene Qualität. Das ist auch der Anspruch, den wir an unsere Produkte haben. Und dazu bedingt es natürlich, dass man diese Produkte auch entsprechend zertifiziert. Und seit über 60 Jahren sind wir deswegen Mitglied in VDE, um das auch zu gewährleisten, um dieses Gütesiegel nach außen zu tragen und auch unseren weltweiten Kunden dieses Qualitätsurteil neutral zertifiziert zu zeigen. Für uns als Biker sind Zukunftsthemen zum Beispiel die E-Mobilität und die damit verbundene Ladeinfrastruktur, aber auch das Thema Nachhaltigkeit umtreibt uns immer mehr. Wir suchen dort nach besseren, neueren Lösungen, das heißt langlebigere Produkte, optimierte Materialeinsätze und natürlich auch die weitere Entwicklung in unseren Maschinenparks. Wir versuchen dann auch mit dem VDE zusammen immer wieder dieses Qualitätsversprechen abbilden zu können und versuchen dort mit dem VDE neue Produkte zu entwickeln. Wir machen Materialprüfungen mit dem VDE zusammen, um auch gewisse Anwendungen sicherer zu machen, wie zum Beispiel Kabel im Tunnel, und versuchen dort immer wieder neue Wege zu suchen, neue Wege zu finden und das dann auch entsprechend mit einem VDE-Label zertifizieren zu lassen.